mal heute Abend ein historischer Abend. Vom Sportlichen her gesehen quasi ein Anpfiff. Und zwar ein Anpfiff einer Event- und Sportshow, die ich noch nicht kannte, aber kennenlernen durfte. Und zwar die ganze Entstehungsgeschichte durch meinen Freund und Dialektbruder Roland Kaschitz, der nämlich in der Gallestadt zu mir gesagt hat: Geh mal zum Lothar Binder vom Metropoljournal, vom Metropol-TV-Journal. Der hat eine ganz gute Idee. Hört er die mal an? Und gute Ideen ist immer das, was ich gerne mag. Ich bin nämlich eigentlich weniger ein Sportsmensch, weil im Sport wird es ja gehen. Ich komme eigentlich aus einer anderen Ecke, aber mag solche interessanten Geschichten. Habe mich dann also von Lothar Binder gemeldet, auch beworben. Er hat mich angenommen und gesagt: Okay, gut, setz dich her. Es geht hier um ein Projekt. Das hat noch keinen richtigen Namen, aber es soll eine Sportshow geben, Sporttalk, hier über die Region, über Sportarten in der Region. Dazu gibt es noch einen weiteren Mitspieler. Das ist der Gerhard Merit von der Online-Sportschau, Online-Magazin, der aus diesen ganzen Sportarten auch mit Tabellen und so weiter pflegt und das an die Öffentlichkeit bringt. Das war also noch ein weiterer Mitspieler, der dazugehört hat. Und was ich dann noch kennenlernen durfte, das war der Tuncay Atacan hier vom Maruba, der also wirklich sehr stark hier mitgearbeitet hat, dass dieses Projekt, was es ja zunächst war, hat wirklich überhaupt entstehen können, war da tatkräftig dabei, hat hier wirklich für Equipment besorgt und hat da wirklich keine Mühen gescheut, das zu unterstützen. So, das war also die Idee, die Sportshow, Eventshow, Eventtalk live stattfinden zu lassen. Ähnlich wie wir es aus den großen Fernsehsendern kennen, aber das regional. Hat also noch der Name für dieses Baby gefehlt. Auf den kam man dann auch bald in diesem kleinen Gremium. Das war Besser Wissen, so heißt also auch diese Show. Ist auch ein guter Titel, weil man hat natürlich viele Informationen über die Medien, keine Frage. Man war auch selbst auf dem Spiel, aber es gibt dann oftmals Hintergrundinformationen, die man nicht so gut kennt. Und das sollte man dann in solchen Talkrunden dann mit erfahrenen, vor allen Dingen auch Spezialisten, Managern, überhaupt Spielern auch, der unterschiedlichen Sportarten erfahren können. So, das ist dieser Teil zum Historischen. Das ist also wirklich das erste Mal, wenn alle 14 Tage stattfinden, hier in Maruba. Tolle Atmosphäre. Tolles Ambiente und auch vor allen Dingen, was bei Sport ja auch der Fall ist, viel Tradition steckt auch hinten dran, ist ein ganz bekanntes Mannheimer Restaurant und Gasthaus hier, also auch von daher der ideale Platz. Meine Tätigkeit wäre jetzt noch, nachdem ich das jetzt zum Abschluss bringe, diese kurze Anrede, aber das sollte halt wirklich auch gesagt sein, bevor dann der Talk losgeht. Ich werde noch ein kleines Rahmenprogramm heute Abend machen. Und da wir hier in der Region sind, wird es uns auch um Mundart gehen. Ich komme nämlich aus der Mundart-Ecke und werde da ein paar Songs oder auch anderes noch euch darbieten, bevor es dann zum Talk geht. So, bevor wir zu diesem Schritt dann kommen, wollte ich noch ganz kurz, außer den Menschen, ich habe mir den Lothar als Rat gegeben, die sollte ich als erstes erwähnen, nämlich die, die ich vergessen habe. Das ist immer eine ganz gute Einleitung. Aber wir haben noch die Frau Dr. Sabine Hamann hier. Die möchte ich nochmal begrüßen. Dann haben wir den Ronny Ding vom Mannheimer Morgen hier. Und auch den Rainer Manns, mal als Beispiel aus der sportlichen Ecke, der amtierende Kickbox-Weltmeister hier aus Mannheim. Also auch eine Sache, die wir irgendwann mal hier auf der Bühne auch erleben dürfen. In einem Talk. Begrüßung hat also stattgefunden. Ihr wisst, wer die Spieler sind bei dieser Sache. Es wird nachher noch weitere Talkgäste vorgestellt werden, aber das wird der Gerhard dann euch mitteilen. Ich darf jetzt den Gerhard und seine Talkgäste hier auf die Bühne bitten, übergebe das Mikrofon. Vielen Dank, Bernd.
da heißt es immer, man könnte im Dialekt keine gefühlvollen Lieder singen. Bernd hat gerade das Gegenteil bewiesen. Ja, mein Name ist Gerhard Mertin und ich werde versuchen, heute von unseren Gästen etwas zu erfahren und ihnen auf dem Weg mitzuteilen. Und ich glaube, wir warten jetzt gar nicht mehr lange. Ich stelle Ihnen die Leute vor, die heute Abend vom SV Waldhof hier sind. Das ist zum einen der Geschäftsführer Markus Komp, der sportliche Leiter Jochen Kienz und das Waldhof, ja, man kann schon sagen, Urgestein Hans-Jürgen Pohl. Ich bitte Sie, euch alle jetzt mal hier aufs Podium, damit wir starten können. Wie bereits angekündigt, geht es heute um den SV Waldhof und da ganz besonders um das Urteil. Drei-Punkte-Abzug, das stand bereits im Raum. Vor einer Woche war dann die Verhandlung vom DFB-Bundesgericht. Es kam nicht ganz das heraus, was gewünscht war. Deswegen geht meine erste Frage an den Herrn Komp, der geradezu leidenschaftlich um alles gekämpft hat. Teilerfolg auch erzielt, Geldstrafe wurde reduziert. Wie zuversichtlich waren Sie vor der Verhandlung, dass es zu einem anderen Urteil kommt? Einschalten noch das Mikrofon, bitte. So, ja. Ja, auch von meiner Seite aus erstmal einen wunderschönen guten Abend. Und ich möchte mich bedanken, dass wir heute hier eingeladen sind zur ersten Veranstaltung in der Form und wünsche natürlich den Veranstaltern ganz viel Erfolg bei diesem Format, weil ich glaube, das ist wirklich eine Neuerung und hoffe natürlich, dass es gut angenommen wird. Ich war in der Tat vor der Verhandlung, war ich so ein bisschen nach dem Sommer zwiegespalten. Einerseits war ich natürlich zuversichtlich, weil wir einfach gute Argumente auf unserer Seite hatten, diesen Punktabzug wegzubekommen. Den Punktabzug ging es uns vorrangig. Andererseits habe ich jetzt einfach in dem Sommer auch die Erfahrung machen müssen, dass da dann vielleicht am Ende des Tages mit sachlicher, inhaltlicher Diskussion man auch nicht komplett bis zum Ziel kommt. Dementsprechend wird jetzt ein Teilerfolg in der Berufung, aber für uns nicht das optimale Ergebnis. Herr Kienz, es betrifft ja auch Ihren Bereich, Sie sind sportlicher Leiter, also die Mannschaft muss ja das verkraften, 3 Punkte weniger möglicherweise zu bekommen. Wie empfinden Sie überhaupt das Teilurteil Punktabzug? Also Geldstrafe, klar, auch Auflagen, aber wie empfinden Sie das, dass die Mannschaft bestraft wird in der darauffolgenden Runde? Ja gut, auch von mir erstmal guten Abend an alle. Zu Ihrer Frage zu kommen jetzt. Markus hat es richtig gesagt gerade. Auch ich habe das im Sommer alles miterlebt, wo ich gedacht habe, das kann eigentlich, was ist hier los? Und wenn ich dann denke, oder wenn ich mich dann jetzt in die jetzige Lage reinversetze und sage, 3 Punkte Abzug, ich glaube, das ist für mich persönlich jetzt, ich bin kein Jurist, aber für mich persönlich ist es, so wie der Trainer auch schon gesagt hat, ein Skandal. Also es ist für mich nicht tragbar. Ich glaube, das ist, es geht dann doch deutlich zu weit. Und naja gut, jetzt werden wir mal schauen, was wir daraus machen. Herr Pohl, Sie sind 60 Jahre im Verein, haben alles Mögliche mitgemacht, Abstieg, Aufstieg, aber noch keinen Spielabbruch. Sie kennen sich recht gut aus in der, ja, ich sag mal, in der DFB-Juristerei, ja, kann man schon sagen, als ehemaliger Schiedsrichter und noch Ombudsmann, kann man das glaube ich schon behaupten. Sie haben, wie gesagt, bisher noch keinen Punktabzug erlebt, es wurde auch noch nie praktiziert bei Spielabbruch. Wie können Sie sich erklären, dass der DFB dieses Urteil gesprochen hat? Danke. Ich muss anfangen, es sind keine 60 Jahre, es sind 61 Jahre. Oh, ich bin beim SV Waldhof davon 40 Jahre im Schiedsrichterwesen, 30 Jahre auf dem Feld und 10 Jahre als Funktionär noch heute beim Badischen Fußballverband als Ombudsmann. Und damit sagt schon alles, dass ich so ein bisschen der Neutralität geschuldet bin. Ja? Das heißt, ich muss denken wie als Schiedsrichter, überregional, unabhängig und überparteilich. Und das war auch mein gesamtes Bild dieses. Ich habe mich dann auch von der blau-schwarzen Klubfarbenblindheit befreit und bin ganz nüchtern an alle Dinge herangegangen. Und jetzt zum heutigen Thema.
Ich würde diese drei Punkte als gegeben vom DFB annehmen, auch wenn sie im Endeffekt am 34. Spieltag zum Nichtaufstieg führen würden. Ich bin der Meinung, was am 27. Mai gegen Uerdingen passiert ist, das muss eine Strafe nach sich ziehen. Wir haben es jetzt 3 Jahre mit Aufstiegsspielen nicht geschafft. Dann wäre es halt das 4. Jahr, wo wir es nicht schaffen würden, so hart, wie das klingt. Jetzt nochmal zum Grundsatzurteil, das ja nicht vorliegt vom DFB. Und deswegen auch, wenn ich dafür bin, für den Punktabzug, möchte ich Herrn Kompnit auf den Weg geben, dass er dafür kämpfen sollte. Es gibt keine vergleichbare Situation. Es gab in der Liga 1 bis zur Liga 4 noch keinen Spielabbruch bisher und somit auch noch keinen Punktabzug. Und so gebe ich das gern mit auf den Weg, dass Herr Komp weiterhin kämpft, weil es überhaupt kein Grundsatzurteil gibt, wo sich der DFB darauf beziehen kann. Das ist die Erklärung meinerseits zu den 3 Punkten Abzug. Vielen Dank zunächst. Herr Komp, das schriftliche Urteil liegt noch nicht vor. Ist das richtig? Nein. Das Verfahren ist so, dass wir erstmal einen Tenor, also das Urteil, zugestellt bekommen. Das ist eine DIN A4-Seite, wo eben drauf steht, dass jetzt die 3 Punkte bzw. die Berufung abgelehnt wurde in den weiteren Punkten und dann eben die 3 Punkte und dann eben die Änderungen, die Reduzierung der Geldstrafe die Erweiterung der Auflage für die Osttribüne jetzt fixiert ist. Ja. Das Urteil wird dann nochmal ausführlich schriftlich, denke ich mal, im Laufe der Woche zugeschickt. Es gab ja diverse Punkte, die angesprochen wurden, auch von Ihnen, dass es bei der Verhandlung, bei der ersten Verhandlung, diverse Formfehler gegeben hat. Einer der Beisitzer, wenn ich mich richtig erinnere, Verbandsanwalt vom Bayerischen Fußballverband, den Sie auch kannten, der hat einen Fall geschildert, wo Punktabzug zurückgenommen wurde. Können Sie da kurz was dazu sagen? Das betraf, glaube ich, auch Ihre frühere Position bei Bayreuth. Ja, korrekt. Also es sind 2 Themen. Das eine ist dieser Formfehler, Verfahrensfehler, der begangen wurde, beziehungsweise wir haben da mit dem Anwalt, sind uns da 3 Themen aufgefallen, die da nicht zivilrechtlich korrekt gelaufen sind, unserer Meinung nach. Das hätte eigentlich zur Einstellung des Verfahrens führen müssen. Das hat der Richter jetzt eben anders gesehen, beziehungsweise hat es in der Verhandlung gar nicht thematisiert, weiter thematisieren wollen. Hat sich nur schriftlich während der Verhandlung uns da mitgeteilt, wie er das Ganze rechtlich bewertet. Und dementsprechend warten wir jetzt dieses Urteil noch ab, um da dann einfach zu sehen, wie ist er auf diese Verfahrens- und Formfehler eingegangen, wie hat er das Ganze bewertet juristisch, dass wir dann möglicherweise da eben nochmal einen Hebel haben, in eine neue Runde zu gehen. Wie es der Herr Pohl sagt, freue ich mich, dass wir da die Rückendeckung noch von Herrn Pohl haben. Das andere ist eine Thematik, es gab schon mal einen Punktabzug, als ich angefangen habe mit Fußball 2010, 2011, müsste das gewesen sein, bei der Spielvereinigung Bayernhof. Da gab es 3 Punkte Abzug für Becherwerfens. Ich war damals in der Funktion bei der Spielvereinigung Bayreuth. Dann ist Bayernhof in die Berufung gegangen, hat dann den 3-Punkte-Abzug auf 1 Punkt reduzieren können. Wir waren im Wettbewerb mit Bayernhof um den Klassenerhalt, beziehungsweise da gab es noch einen Relegationsplatz, um den wir da gekämpft haben. Haben dann 3 Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt mit Bayreuth fix gemacht. Dann kam eben die Berufung von Bayernhof. 2 Spieltage vor Schluss haben dann den Klassenerhalt fix gemacht und Bayernhof ist dann über das Landgerichtshof mit einer 1-2 Verfügung gegen den Punktabzug vorgegangen. Hat da auch Recht bekommen, beziehungsweise die 1-2 Verfügung hat dann erstmal ein Rechtsschutzinteresse von Bayernhof gesehen, sodass der Punkt wieder gut geschrieben wurde und wir sind dann mit Bayreuth deswegen abgestiegen. Und der Bayerische Fußballverband hat damals dann die zivile Gerichtsbarkeit anerkannt und hat beim Hof keine Punkte abgezogen. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, schätzen Sie es so ein, dass wenn Sie vor ein ziviles Gericht gehen, dass durchaus das Urteil aufgehoben wird. Kann man das so formulieren?
oder ist es nicht generell zu sagen? Also es ist jetzt ein Unterschied zwischen Bayern Hof damals, weil das war eben am Ende der Saison. Speziell der Fall ist Verband Hof. Dass wenn Sie sagen, es bleibt beim Urteil, der DFB bleibt hart, dann zunächst mal die Frage, werden Sie weiter um die drei Punkte kämpfen, auch darüber hinaus? Sobald wir wissen, wie diese Verfahrens- und Formfehler vom Richter gesehen wurden, werden wir da uns beim Anwalt nochmal beraten und dann sind wir, denke ich, einfach in der Pflicht, da dann auch weiterzugehen. Dann muss man schauen, ob das das ständige Schiedsgericht ist, wo wir erstmal anrufen müssen oder ob wir direkt zum Landgericht Frankfurt gehen werden. Der Herr Zier vom Kontrollausschuss, der hat ja bemängelt, dass man überhaupt den Gedanken hat, ans Zivilgericht zu gehen, weil der DFB selbst ein Regelwerk schaffen müsse, das nicht immer jetzt ans Bundesgesetzbuch angelehnt sein muss. Wie hoch schätzen Sie die Chance ein, dass Sie vor einem Zivilgericht dann doch am Ende recht bekommen? Ja, also der DFB oder die Verbandsautonomie besagt, dass der Verband sich selbst Regeln auferlegen darf, die gegebenenfalls auch ein bisschen vom zivilen deutschen Recht abweichen. Wenn der DFB aber in ihrer Satzung etwas regelt, dann ist das auch verbindlich für den DFB einzuhalten. Und da ist unter anderem eben ein Formfehler passiert, dass diese Anklage des Kontrollausschusses in Schriftform übermittelt werden muss. Und für die Schriftform ist dann eine persönliche Unterschrift des Anklägers erforderlich und diese Unterschrift hat gefehlt. Das ist zum Beispiel ein Formfehler, der vorliegt und dementsprechend muss sich da der DFB auch dran halten. Wenn Sie das selbst in der Satzung so fixieren und dementsprechend bin ich sehr zuversichtlich, dass wenn wir das vom zivilen Gericht prüfen lassen, dass wir da recht bekommen. Vielen Dank. Herr Kienz, Sie haben gerade gehört, Herr Pohl sagt, wir sind jetzt 3 Jahre nicht aufgestiegen, sind aber trotzdem immer noch am Leben, immer vorne mit dabei, hat uns also nicht großartig geschadet. Wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht aus? Sportlicher Leiter, wenn jetzt 3 Punkte abgezogen würden, wie würde das auf die Mannschaft sich auswirken? Ja, gut, ich glaube, dass es nicht okay wäre. Mir geht es da auch ein bisschen um die Gerechtigkeit. Und das andere wird man dann am Ende sehen, was dann passiert. Ich glaube, dass wir jetzt die richtigen Hebel daran ansetzen, dass wir uns auf das Sportliche voll fokussieren, dass wir die anderen Sachen von Markus und von unseren Rechtsanwälten prüfen lassen, dass das auch in guten Händen ist, muss ich auch sagen. Das hat der Markus auch sehr gut gemacht, auch die ganzen Sachen vom DFB, die da die Auflagen wurden alle abgearbeitet und ja, da sind wir auch ein bisschen in der Pflicht und da mussten wir auch was verändern als Verein. Das Sportliche ist für mich dann der Punkt, wo ich eingreifen muss und wo ich sage, wir als Mannschaft fokussieren uns total auf das Sportliche, konzentrieren uns auf unsere Tagesarbeit, auf das Training und lassen das andere ein bisschen beiseite. Der SV Waldhof spielt ja in der diesjährigen Regionalliga-Saison eine hervorragende Rolle, man kann es nicht anders sagen. Wäre es jetzt aus Ihrer Sicht nochmal nicht möglich zu sagen, wir könnten eigentlich den 3-Punkte-Abzug verkraften, wir stehen recht gut da. Oder sagen Sie, nee, hier geht es ganz eindeutig um die Sache, weil es bisher auch noch nie der Fall war. Ja, genau so ist es. Also es geht um die Sache. Ich glaube, dass wir eine sehr gute Mannschaft zusammen haben. Wir haben einen sehr, sehr guten Trainer. Das ganze Trainerteam ist sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wir arbeiten sehr gut zusammen und sind sehr fleißig. Aber wir brauchen auch ein bisschen Glück dazu, es gehört einfach dazu, dieses Spielglück, dass wir auch am Ende dann ganz oben stehen, weil die anderen Mannschaften sind auch sehr, sehr gut und bisher haben wir noch nichts erreicht. Also wir sind jetzt zwar Erste, aber es ist noch nichts entschieden. Wir wissen, dass wir arbeiten müssen, das tun wir jeden Tag und das ist unser Fokus. Herr Pohl, nochmal an Sie die Frage. Es gab das wirklich bisher noch nie, dass bei Zuschauerausschreitungen es zum Punktabzug kam. Es ist natürlich schwierig, das zu beantworten, warum es in diesem Fall praktiziert wird. Gibt es irgendeine... Okay, haben Sie eine Erklärung, die für alle verständlich ist? Ich habe noch nie einen Spielabbruch und das ist die Folge aus der gesamten Situation. Also denken Sie, dass eine weitere Intervention, dass die durchaus Erfolg haben könnte? Natürlich, ich gebe ja auch hier inoffiziell einen kommenden Auftrag, dass er diese Sache weiter verfolgt.
Und auch wenn mein Waldhof Herz sagt sowieso, null Punkte Abzug, aber mein Gerechtigkeitssinn sieht es halt doch anders. Wir haben uns kurz, nachdem das erste Urteil oder nachdem die erste Forderung bekannt wurde, 9 Punkte Abzug. Haben Sie gesagt, dass der DFB macht es so oder setzt es so hoch an, um einen gewissen Spielraum zu haben. Haben Sie mal ernsthaft daran geglaubt, dass es überhaupt zum Spielabbruch kommt? War Ihnen das klar? Ja gut, da ich weiß, wie die Auflagen für einen Schiedsrichter sind, einen Spielabbruch zu vermeiden. Ich weiß, dass der Kamerad Idrich alle Möglichkeiten an dem Tag ausgeschöpft hat. Unterbrochen, Wartezeit, nochmal versucht anzupfeifen, nochmal eine Minute gewartet und dann hat er die Mannschaften leider zu Recht in die Kabine geschickt. Jetzt gab es ja außer dem Spielabbruch, oder außer dem Punktabzug, Entschuldigung, gab es ja noch 2 weitere Strafen. Einmal Geldstrafe, die jetzt reduziert wurde, und dann die Auflage, was das Stadion betrifft, also Sperrung der Odersiedling-Tribüne. Glauben Sie, Herr Kopp, dass diese Reduzierung der Geldstrafe so, ja, man hat dem SV Waldhof etwas gegeben, dafür bleibt es bei den wichtigsten Punkt, aber dann doch beim Abzug. Glauben Sie das, können Sie das einschätzen? Sie sind ja auch juristisch vorgebildet und dass man gesagt hat, okay, wir geben dem was, dafür bleiben wir da stur. Ja, ich glaube, der DFB musste das Urteil in der zweiten Instanz reduzieren und hat da eben dann sagen wir mal, DFB-politische Mittel gewählt, da die Geldstrafe zu reduzieren. Und wir haben so gut vorgetragen und so gute Argumente platziert, wir wurden im Endeffekt von allen gelobt. Sie waren ja auch bei der Verhandlung dabei. Und dementsprechend musste da ja auch eine Verbesserung des ersten Urteils ergehen. Nur beim Punktabzug, wie ich vorher sagte, geht es dann irgendwann oder ging es dann irgendwann nicht mehr um Inhalte und um sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema, sondern diese Bestrafungsvariante Punktabzug wollte der DFB jetzt bei uns unbedingt einmal durchsetzen und das haben sie dann getan. Muss vielleicht da dann auch nochmal ergänzen zu der vorigen Frage an Herrn Pohl, sagen, dass es nicht nur bedingt durch den Spielabbruch zum Punktabzug kam, sondern der DFB bzw. der Herr Dr. Grindel als Präsident hat sich nach einem Dialog mit der aktiven Fanszene, mit den Ultras, darauf verständigt, ab sofort keine Kollektivbestrafung mehr vorzunehmen, sprich Zuschauerausschlüsse, Zuschauerteilausschlüsse ist der Kontrollausschuss angehalten, die nicht mehr zu fordern und dementsprechend hat dem DFB da auch ein Bestrafungsmittel gefehlt außerhalb der Geldstrafe. Aus dem Grund wurde dann im Endeffekt auch der Punktabzug jetzt bei uns eingeführt. Also Sie haben bei der Verhandlung also Sie sind total engagiert aufgetreten, das haben wir gesehen. Sie wurden sehr emotional, haben also schon ein Stück auch Ihr Herz geöffnet, haben in Ihr Seelenleben blicken lassen. War das von vornherein so geplant oder wollten Sie abwarten, wie die Verhandlung verläuft? Also war das eine kleine Strategie? Wenn es so war, kam es wirklich sehr gut rüber, spontan. Aber war das so Ihre Intention zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal einfach ja, ans Mark und man sehen, was daraus wird. Ja, also es war jetzt nicht vorformuliert mein Plädoyer ganz zum Schluss, sondern das kam dann wirklich so aus der Situation heraus, weil ich gemerkt habe, vor Urteilsverkündung bzw. vor unseren Plädoyers, die Richter und der Kontrollausschuss und dann auch ich, uns wurde zugestanden, dass wir da uns nochmal äußern dürfen vor Urteilsverkündung und in der vorigen Unterbrechung war schon deutlich in den Gesprächen rauszuhören, dass der Punktabzug bestehen bleibt. Dass wir da jetzt nicht ran können an die Reduzierung. Wir haben dann eben in dem Plädoyer, haben wir uns dann kurz vorher nochmal mit dem Anwalt abgestimmt, dass wir versuchen, eine Bewährung durchzubekommen. Das hat dann erst der Anwalt platziert und ich habe dann eben emotional, wie ich es auch in der ersten Verhandlung versucht habe, versucht, den DFB darauf hinzuweisen, für was wir diesen Job eigentlich tun, warum der Funktionär beim DFB jeden Morgen da ins Büro fährt und warum wir unsere Arbeit machen. Und das ist im Endeffekt der Mannschaft zuliebe, dass die Jungs auf dem Platz die Elfte alles geben können für den Verein und am Ende dann auch, wenn sie erfolgreich spielen, belohnt werden. Und da habe ich versucht, natürlich irgendwie emotional einen Hebel zu finden, um den Richter vielleicht oder die Beisitzer dann in dem Fall
jetzt hier dann vielleicht auch nochmal emotional an Ihren Beginn als Funktionär beim DFB, weil ich glaube, jeder, der in Fußball als Funktionär einsteigt, hat irgendwie so das Interesse, den Fußball voranzubringen und jetzt nicht irgendwelche politischen Gedankenspiele. Und dementsprechend war das in der Tat nicht gescriptet, sondern kam dann einfach so aus dem Bauch heraus. Kam allgemein gut an. Herr Kienz, dem SV Waldhof fällt es im Augenblick leichter auf dem Fußballfeld 3 Punkte zu holen als vor Gericht. Wie ist der allgemeine Tenor bei der sportlichen Leitung? Ist man da völlig einer Meinung, dass man sagt, okay, kämpft weiter, also wir wollen das alles, wir stehen da dahinter, oder sagen die, hey, lass doch, dass endlich Ruhe reinkommt? Nee, also absolut, also wir stehen da total hinten dran, weil das ist wirklich unser Empfinden. Wir, Bernhard und ich, denken, dass es absolut nicht korrekt ist. Es gab ja auch in der Vergangenheit einige ähnliche Fälle, wo wir dann auch schon drüber diskutiert haben, da war es dann kein Spiel, aber auch, es war... Ja, da wurde es dann halt schnell abgepfiffen. Ich glaube, das war ähnlich, diese Fälle. Gut, es war kein Spielabbruch, aber ich glaube, dass wir in diesem Fall, wir müssen einfach darum kämpfen und das werden wir auch tun. Da bin ich davon überzeugt, weil für mich ist es definitiv, geht es zu weit. Letzte Frage vor der Pause, ich bin an Sie, Herr Kienz, der Bernhard Rahle, Sie sprachen eben gerade an. Wirkt nach außen völlig unaufgeregt, also als wenn ihn die Sache gar nichts angehen würde. Bringt er das nur so nach außen oder beschäftigt er sich tatsächlich überhaupt nicht damit? Ja, wir versuchen das, definitiv versuchen wir das Thema wegzuhalten von der Mannschaft. Wir, der Bernhard und ich, wir tauschen uns täglich darüber, oder über viele Sachen täglich aus und dann kommt es auch manchmal zu diesem Thema. Aber er sagt auch, das ist alles die Sache von Markus. Und unser Ding ist dann eigentlich das Sportliche und darauf fokussieren wir uns absolut. Vielen Dank, das war jetzt der erste Teil unserer Veranstaltung. Einen Hinweis an alle Zuschauer hier, bewahren Sie bitte den Abschnitt Ihrer Eintrittskarte auf. Wir haben von der Wilde Brauerei große Unterstützung erfahren und es werden noch 3 Sixpacks Sportweizenbier, die es halt für eine Sportveranstaltung gehört, verlost. Die werden wir dann nachher ziehen, nach Ende der Veranstaltung. Jetzt machen wir eine kurze Pause und machen dann weiter mit der sportlichen Situation des SV Waldhof. Vielen Dank. So, bevor wir jetzt zum versprochenen sportlichen Teil kommen, 2 Dinge. Einmal kam eine Frage aus dem Publikum an den Herrn Komp, wie lange die Frist ist, die Sie zeigen haben. Ich bin vollkommen unschuldig. Wie lange, wenn das Urteil vom DFB kommt und fällt entsprechend aus, wie lange hat der Verein Zeit oder haben Sie Zeit, also zu widersprechen bzw. dieses Urteil nicht zu akzeptieren? Dann etwas durcheinander, kriegen wir das etwa noch hin mit dem. Ich hoffe, die Frage kam ohne Tinnitus überall an. Also wie lange haben Sie dann Zeit, darauf zu reagieren? Hallo? Ja. Wenn wir das Urteil zugestellt bekommen, es gibt ja eigentlich keine weitere Instanz beim DFB. Es gibt noch das ständige Schiedsgericht, das dann eben über solche Streitigkeiten, wenn die Instanzen abgerufen sind, noch entscheiden kann. Da hätten wir dann, wenn wir das ständige Schiedsgericht anrufen, 1 Woche Zeit. Im zivilen Verfahren hätten wir laut Anwalt 1 Monat. Frist, dann zum zivilen Gericht zu gehen. Vielen Dank. Ich glaube, die Frage ist beantwortet, ja? Ja. Dann haben Sie gerade eben noch was erfahren. Also ganz ungeschoren kam Uerdingen auch nicht aus der Sache raus. Nee, also ich habe jetzt gerade eben erfahren, dass Uerdingen 8.000 Euro Strafe bekommen hat für die Relegationsspiele. Kam das einigermaßen gut an, ja? Wir haben zwar nichts davon. Okay, haben das auch abgehandelt. So, Herr Kienz, die sportliche Situation beim SV Waldhof ist ja derzeit mehr als erfreulich, oder würden Sie mir da widersprechen? Insofern ja, weil wir nichts erreicht haben bisher. Und Zufriedenheit ist meistens Stillstand. Und ich spreche jetzt nur von der derzeitigen, also nach. Ja, aber die derzeitige ist okay, aber
die bringt uns nicht weiter. Wir müssen schon gucken, dass wir am Ende oben stehen und nicht jetzt irgendwo dann denken, wir sind die Größten, was sonst so nicht passiert, weil wir das auch eben täglich immer ansprechen und weil wir auch bodenständig bleiben und demütig. Und insofern stellt sich die Frage dann für uns nicht. Die Frage hat schon einen Hintergrund, und zwar gingen ja eine ganze Menge Spieler gingen ja weg. Wie viele waren es genau? Ja gut, es sind sehr viele Verträge ausgelaufen. Es waren, glaube ich, 15 Spieler, die uns verlassen haben. 15 Spieler. Darunter mit Daniel Di Gregorio und Hassan Amin, zwei, von denen viele gesagt haben, die könnte man brauchen für den nächsten Versuchaufstieg oder sogar eine Klasse höher. Waren Sie von Beginn an der Saison zuversichtlich, dass die Abgänge, speziell diese beiden, dass die so gut abgefangen werden konnten? Also zuerst muss man mal sagen, dass der Hassan sowie auch der Dani ganz tolle Leistungen bei uns gebracht haben. Auch in der Rückrunde jetzt unter Bernhard noch sehr gut gespielt haben, muss man wirklich sagen, man muss ja auch einen Hut ziehen, wenn man dann weiß, man verlässt den Verein. Und trotzdem haben sie noch so alles für den Verein gegeben, war das eine super Leistung von den beiden Jungs. Auch von den anderen, die uns verlassen haben, die alle mitgezogen haben. Wir hatten alle das gemeinsame Ziel aufzusteigen oder die Relegation erfolgreich zu bestreiten, was uns ja leider nicht gelungen ist. Aber auch charakterlich, muss ich sagen, waren die Jungs anderen frei. Jetzt kamen ja sechs Spieler, die, man kann es nicht anders sagen, die manche alle eingeschlagen haben. Gut, Weißenfels im Augenblick verletzt, aber jetzt mit Hofrat oder ganz besonders auch mit Soleimani, die haben alle nichts gekostet, wenn ich richtig informiert bin. Also alle ablösefrei. Ist das richtig? Ja, wir hatten ja auch kein Geld zum Ausgeben. Ich wollte es nur mal hören. Ja. Ich wollte es nur noch mal sagen. Ja, genau. Sie hatten ja das Problem, nicht nur eine schlagkräftige Mannschaft zu formen, sondern mussten auch, glaube ich, mit zwei Augen Richtung Budget schielen. Ja, gut, es war uns sehr klar, dass finanziell, dass wir immer aufpassen müssen, dass wir auch das ist ja auch dann meine Verantwortung ein bisschen mit Markus zusammen, dass wir gucken, dass wir den Verein auch irgendwann mal auf den grünen Zweig bekommen. Und da haben wir natürlich schon geguckt, dass wir irgendwo vom Etat jetzt nicht gerade mit dem Geld rumschmeißen. Das war aber uns im Vorhinein auch klar. Deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir müssen uns so aufstellen, dass wir, wie es auch gehört, ABC-Optionen haben. Wenn dann der eine Spieler nicht möchte, dass wir dann schon eine Alternative dafür haben. So haben wir das gemacht und im einen oder anderen Fall haben wir dann halt, ich denke mal, sehr gut eingekauft, ja, verpflichtet. Ja, mitgenommen, genau. Ist es zu viel verlangt, mal zu fragen, wie sah das Budget in der letzten Saison aus gegenüber dieses Jahr? War das ein großer Unterschied oder dürft ihr nichts sagen? Das ist hier der Chef, das muss der Markus sagen. Das finanziell ist alles eher. Ich gehe die Frage an den Chef. Ja, also wir sind dieses Jahr im Budget identisch wie im letzten Jahr. Ich glaube, der große Unterschied zu den vorherigen, also wir hatten einen großen Budgetsprung vor meiner Zeit, bevor ich gekommen bin, 2015-16. Da hat das Präsidium damals entschieden, ein paar Euro mehr auszugeben wie die Jahre zuvor. Und jetzt denke ich mal, der große Unterschied zu den Jahren zuvor ist einfach, dass wir strukturell da sehr, sehr gut arbeiten und mit Jochen Kienz jetzt einen sportlichen Leiter haben, der da einfach einen Blick drauf hat und schaut, dass die Mittel, die wir zur Verfügung stellen können, auch durch den Herr Beetz, der uns da natürlich dankenswerterweise unterstützt, dass die auch einfach optimal eingesetzt sind. Ich muss zwischendurch mal die Frage an Herrn Pohl stellen. Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit von Herrn Kump und Herrn Kienz? Herrn Kienz kann ich unschwer beurteilen. Herr Kump hat insgesamt auf dem Waldhof nicht gerade das richtige Statement, bei mir schon, das habe ich ihm auch gesagt. Und wenn er jetzt noch die Mannheimer Runde so adäquat platziert, wie es mal war. Das war nicht die Frage. Ja doch, ich muss ihn doch loben. Genehmigt, ja. Dann hat er, glaube ich, auf dem ganzen Waldhof gewonnen, nicht nur bei mir. Herr Kump, gute Aussicht, oder? Wie, das hört sich gerne, nehme ich an.
Nee, darum geht es nicht, was ich hören will oder was. Also vielen Dank, Herr Pohl, für das Lob. Aber darum geht es bei mir wirklich in der täglichen Arbeit nicht, sondern für mich ist immer wichtig, dass der Herr Waldhof, wenn ich morgens aufstehe und abends ins Bett gehe, ein bisschen besser dasteht wie zuvor. Und das ist einfach mein Antrieb, den ich da habe. Und in der Tat wurde, glaube ich, am Anfang, als ich gekommen bin vor 2 Jahren, nicht immer alles positiv aufgenommen, was ich getan habe. Aber ich glaube, der Waldhof war damals in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Also man muss wirklich jetzt, im Nachgang kann man das auch sagen, wir waren da wirklich kurz vorm Ende. Der Ausstieg der Mannheimer Runde hat uns schwer belastet. Sponsoring, eine führungslose Zeit, bis ich da angefangen habe. Im August hat das Sponsoring schwer belastet. Und wir waren da wirklich kurz, die Ausgliederung stand im Raum. Der Herr Weetz ist dann nochmal in die Bresche gesprungen, bevor ausgegliedert wurde im Januar, war dann die Umsetzung. Dementsprechend war da natürlich die ein oder andere Entscheidung jetzt in der Öffentlichkeit nicht so positiv gesehen, die ich gemacht habe, aber das war einfach alles notwendig, um da straight halt den Waldhof voranzubringen. Und ich hoffe, dass sich dann irgendwann noch auszahlt. Und wenn das dann jetzt so wahrgenommen wird von Herrn Pohl, dann freut es mich natürlich sehr. Also doch, Herr Klinz, wenn Ihnen jemand vor der Saison gesagt hat, nach 11 Spieltagen haben Sie 10 Siege auf dem Konto, hätten Sie gesagt, okay, würde ich gerne unterschreiben, oder sagen Sie, davon gehe ich aus? Ja, nee, also wie gesagt, ich glaube, dass wir bislang eine sehr gute Runde gespielt haben. Also wir wollen immer gewinnen, ja? Das ist, wir sind unheimlich ehrgeizig, das nehmen wir irgendwo vor, aber auch unsere Mannschaft ist so intakt, es ist einfach eine gute Stimmung und die Jungs wollen, ja? Die sind geil auf Training, die haben Lust immer und sind halt auch alles oder sehr viele junge Spieler, die noch mit Blick nach oben, die wollen noch was erreichen, ja? die sind auch noch selbst angetreten, die treiben sich selbst noch an. Dann haben wir einen guten Konkurrenzkampf auch in der Mannschaft. Das ist natürlich auch so, dass wenn jetzt mal einer auf der Bank sitzt, dass er dann nicht nur an sich denkt, sondern generell geht es ja um den Waldhof und die Mannschaft und nicht um das Persönliche. Und das haben wir wirklich eine tolle Mannschaft zusammen, muss ich sagen. Nehme ich gerade den Timo Kern jetzt als Beispiel. Der war ja im Waldhof schon eigentlich ein Leistungsträger. Wie bekommt man so einen Mann auf den Waldhof? Können Sie da mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie Sie den überzeugt haben, zum Waldhof zu kommen? Ja gut, wir haben alle Spieler, die wir verpflichtet haben. Wir haben natürlich gescoutet, wir waren sehr viel unterwegs. Muss ich auch mal Dank sagen an den Anthony Loviso, der uns auch total unterstützt, der meine rechte Hand irgendwo auch ist, der mit mir das ganze Scouting irgendwo so antreibt und macht und tut. Und wir haben sehr viel gearbeitet, waren sehr viel unterwegs, haben sehr viel geschaut, haben auch, jeder hat dann mal der Anthony, mal der Trainer, mal der Co-Trainer, mal ich. Ich öfters mal habe dann die Spieler auch angeschaut und dann haben wir uns ein Bild gemacht in diesem halben Jahr, was wir hatten zum Arbeiten, seit Winter. Und da wussten wir irgendwo schon genau, wer jetzt uns weiterbringt. Und dann haben wir versucht, das abzuarbeiten und dann ist es uns halt auch gelungen, den einen oder anderen zu bekommen, wie jetzt den Timo. Wir wussten, dass der Timo ein sehr, sehr feiner Fußballer ist, dass er seine Qualität hat. Das war für uns klar. Wir wussten, dass wenn er das, den Sprung wieder schafft, jeden Tag zu trainieren, dass er dann natürlich noch Luft nach oben hat. So ist es dann auch passiert und ja, im Moment hat er eine sehr gute Runde bislang gespielt und wir sind sehr zufrieden mit ihm, aber mit auch dem Rest der Mannschaft. Inwieweit konnten Sie die Wünsche von Bernhard Harris erfüllen? Im Trainer hat ja ganz besondere Vorstellungen, der Geschäftsführer sagt dann ja oder nein. Inwieweit konnten Sie seine Vorstellungen oder seine Wünsche sogar berücksichtigen? Ja gut, also als allererstes muss ich sagen, als ich angefangen habe, war ja dieses Thema mit dem Michael Fink, was dann auch leider nicht weiterging. War dann auch so, und dann musste ich eine Entscheidung treffen und ich habe ja meinen Fußball im Kopf, so wie ich mir das vorstelle und durch das, dass ich mit Bernhard schon sehr, sehr oft zusammen bei Spielen war, der auch sehr aktiv war, der auch damals mal nach Steinbach gefahren ist schon, wo das gar nicht im Raum stand, Steinbach gegen Offenbach, da haben wir uns dann verabredet dann bei dem Spiel und ich wusste ja auch, wie seine Idee vom Fußball ist und das ist auch meine Idee und dann wusste ich, dass der Trainer für uns wahrscheinlich der Richtige ist. Und so ist uns dann geglückt, den Bernhard zu bekommen als Trainer.
Ich glaube, das war eine der wichtigsten Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe. Und ja, er arbeitet halt einfach sehr akribisch und hat einfach auch Lust darauf und es macht ihm Spaß. Und es ist aber halt auch wirklich so, dass wir im Team zusammenarbeiten. Und dass es halt generell so ist, dass wir, der Anthony und ich, auch die Idee oder die gleiche Idee vom Fußball haben, dass wir wissen, wir wollen offensiv spielen, wir wollen den Ball in den eigenen Reihen halten, wir wollen pressen und dann weiß man ja ungefähr, was man braucht. Und dann haben wir in den Gesprächen haben wir halt gesagt, wir bräuchten das oder das, dann bringt sich jeder ein. Manchmal ist man dann auch unterschiedlicher Meinung und im Endeffekt treffen wir dann gemeinsam eine Entscheidung. Aber wir sind uns da sehr, sehr einig und bislang hat es ja auch super geklappt alles. Morgen spielt der SV Waldhof im Pokal in Pforzheim. Wie wichtig ist dieses Spiel für Sie oder für die Mannschaft überhaupt? Sagen Sie, okay, in der Liga läuft es gut, da fokussieren wir uns jetzt mal drauf, lassen das vielleicht etwas schleifen, wenn es klappt, ist gut. Oder gehen Sie das genauso an wie ein Spiel in der Liga? Ja, absolut, absolut. Also wir wollen jedes Spiel, was wir spielen, wollen wir gewinnen. Und es wird auch morgen so sein. Das wissen wir auch alle. Wir haben in der letzten Runde in Ebbingen haben wir ein bisschen Probleme gehabt. Da haben wir uns sehr, sehr schwer getan. Wussten wir auch, dass das passieren kann, ja? Weil auch die kleineren Mannschaften oftmals über sich hinauswachsen. Und so wird es auch morgen sein. Wir wissen, dass wir 100% abrufen müssen. Und wir werden mit Sicherheit auf der einen oder anderen Position werden wir morgen rotieren. Aber wir wollen das Spiel gewinnen. Dann hoffen wir, dass es auch so kommt. Ganz am Anfang Ihrer Tätigkeit beim SV Waldhof sagten Sie in der ersten PK, wenn ich mich richtig erinnere, Sie appellieren auch so etwas an die Presse, dass eben so die Außendarstellung des SV Waldhof schon etwas differenzierter als in der Vergangenheit, also sprich negativ dargestellt wird. Was würden Sie sich wünschen, wie der SV Waldhof rüberkommt in der Metropolregion überhaupt, in der Wahrnehmung der Leute? Ich glaube, dass es generell wichtig ist, dass man ein Miteinander hat. Ob das bei uns im Verein ist, dass man miteinander arbeitet, dann, das heißt nicht, dass wir immer alle die gleiche Meinung haben. Ja, das ist auch bei uns so, oder Markus und ich haben auch öfters mal Themen, wo wir kontrovers sind. Aber genau das macht uns ja besser und stärker. Und wir diskutieren das dann aus. Mit dem Trainer habe ich das Gleiche, da wird auch andauernd diskutiert, weil wir halt einfach, jeder muss seine Meinung sagen und dann kann man sich entwickeln, dann kann man sich entfalten und dann wird man auch besser. Und das ist unser Ziel im Verein. Wir haben ein gutes Miteinander und das haben wir auch mit der Presse mittlerweile. Ich glaube, dass es da auch sehr harmonisch geworden ist. Klar, jetzt haben wir auch Erfolg. Wir wissen aber auch, wenn es mal nicht laufen sollte, dass es dann natürlich auch so ist, dass dann auch Kritik kommt oder kommen könnte. Das ist dann auch okay. Damit können wir leben, solange das eine faire Kritik ist und nicht unter der Gürtellinie ist. Der Waldhof war ja immer bekannt für seine Jugendarbeit. Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit der derzeitigen Entwicklung? Es ist schon eine ganze Weile her, wo es ein junger Spieler in die erste Mannschaft geschafft hat. Ja, ungefähr 4 Wochen, oder? Und davor? Ja. Gut, davor war ich nicht da. Also das habe ich auch gesagt bei meinem Antritt. Ich habe gesagt, wir möchten schon irgendwo auf die Jugend zurück, oder wir müssen dahin kommen, dass wir wieder auf die Jugend zurückgreifen können. Ja? Ich habe das damals selbst in der Jugend erfahren dürfen. Wir hatten damals in jeder Mannschaft eigentlich Nationalspieler. Und ja, das ist natürlich eine tolle Sache, wenn du im eigenen Verein dann die Spieler ausbildest und kannst dann darauf zurückgreifen. Und so muss es auch irgendwo wieder passieren, was jetzt unheimlich schwer wird, weil wir jetzt natürlich sehr viel Konkurrenz haben, die uns irgendwo schon den Rang abgelaufen haben, aber es geht mit viel Fleiß und Arbeit, kann man auch da den Hebel ansetzen und kann sich auch da sehr verbessern. Herr Pohl, Stichwort Jugendarbeit. Sie waren ja davor auch sehr tätig. Wie zufrieden sind Sie im Augenblick mit dem, was in der Jugendarbeit so passiert? Da braucht man nur auf die Tabelle zu schauen. Dann erkennt man wenig Positives im Moment. Ja. Allerdings ist man noch am Anfang der Runde und man gibt sich, die Tendenz ist so, dass man halt doch vielleicht noch in der einen oder anderen Klasse an die Bundesliga anklopft. Aber ich sehe im Moment doch noch gewisse Hindernisse, die zu überwinden sind. Das fängt von der
Trainersituation an, wie auch von der Leitung des Jugendförderzentrums. Können Sie erklären oder können Sie erinnern, wann der Zeitpunkt oder wann das ungefähr war, wo das so ein bisschen sich umgekehrt hat, dass der Waldhof ausgeschildert war, was Jugendarbeit anbelangt, bis etwas zurückgegangen ist? Ja gut, wir hatten ja die Situation, als 2009 das Jugendförderzentrum ins Leben gerufen wurde, dass wir mit Michael Schüssler und Stefan Groß die Leiter hatten, die sich ja intensiv, der Mike ist ja heute da, darum bemüht haben, um Spieler in die A- und B-Jugend zu holen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so gang und gäbe ist, dass die Leute sich auf fremden Sportplätzen so engagiert zeigen wie die beide. Und ich glaube, mit dem Weggang im Jahre 2012 war dann auch ein Bruch da, wo wir die Bundesliga, die wir ja vorher in der A- und B-Jugend einmal die, einmal da vertreten waren, dass wir dieses Ziel aus dem Auge verloren haben. Gibt es Anzeichen dafür, dass das sich bald mal wieder umkehrt, Kienz? Oder sagen Sie, noch ein zu langer Weg, wir konzentrieren uns erstmal auf die erste Mannschaft? Definitiv ist es so, dass ich jetzt erstmal im Moment, oder dass es jetzt so ist, dass ich mich nur auf die erste Mannschaft konzentriere. Es ist natürlich so, dass auch das mein Ansatz ist, habe ich ja auch damals schon gesagt, dass wir uns da verbessern müssen, das werden wir intern besprechen. Und dann wird man sehen, wie man das dann hinkriegt, dass man sich da vielleicht verbessert noch. Okay, bevor wir langsam zum Ende kommen, damit es nicht so anstrengend wird für unsere Zuschauer, Frage an Sie, Herr Komp, wo sollte nach Ihren Wünschen der SV Waldhof nach Ende dieser Saison stehen? Ich weiß, dass es eine dumme Frage ist. Ich will aber nur die Antwort hören, wie sie formuliert ist. Na klar, ist unser Ziel, dass wir dieses Jahr aufsteigen in der Bundesliga, in der dritten Liga. Sie brauche ich jetzt zu fragen, bei Ihnen ist es ganz genauso. Ja gut, was soll ich jetzt sagen? Jetzt hat er mir ja schon Druck gemacht. Ne? Also es ist ja, es ist doch klar, das ist unser Ziel, dass wir sportlich erfolgreich sind. Und das ist natürlich dann nur irgendwo, wenn wir das schaffen sollten, dieses Jahr in die dritte Liga. Ja, ich habe so gemutmaßt, dass vielleicht die Frage kommt, dass wir ohne Punktabzug Meister werden. Aber okay. Herr Pohl, bei Ihnen formuliere ich die Frage anders. Sie haben immer mal gesagt, es ist egal, wo der Waldhof spielt. Ich gehe sogar hin, wenn er in der A-Klasse spielt. Bleibt es dabei oder sehen Sie ihn lieber in der dritten Liga? Natürlich, jede Klasse, die zu überspringen ist, ist eine schöne Situation für alle, für uns hier Anwesenden. Allerdings bleibe ich dabei, wenn sie in der A-Klasse spielen, bin ich auch dabei. Allerdings am 34. Spieltag wünsche ich mir eins, einen Vorsprung von 4 Punkten. Okay, ich denke, das war jetzt ein tolles Schlusswort, danach kann nicht mehr kommen, außer ein Lied von unserem Bernd Grassmann. Vielen Dank, Gerhard. Martin. Asche auf mein Haupt, habe ich nämlich vorhin falsch gesagt, habe ich jetzt gleich korrigiert, bei der Gelegenheit war gut, oder? Kleine, mach die Tür zu.
Gäste, Hans-Jürgen Pohn, Jeroen Kienz und Markus Komp. Und auch ein Dank an Bernd Grassmann, der uns ja wirklich mehr als erfreut hat. Ganz toll. Kann nächstes Mal etwas mehr sein. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Kommen und Dank an unsere Gäste. Und jetzt können wir alle noch hier bleiben.